Falls du gerne feiern gehst und auch selber gerne Partys organisierst, dann ist das hier vielleicht was für dich. Erik macht gerade eine Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann hier in Hamburg im Fundbüro und wird dich jetzt mal mitnehmen in sein Leben, in seinen Job und dir zeigen, wie das so aussieht. Ich finde es einfach super interessant, hier in einem Hamburger Club jeden Tag tätig sein zu können und auch einfach zu sehen, wie dynamisch das Hamburger Clubleben und auch die Hamburger Subkultur ist. Moin, mein Name ist Erik Hammerschmidt. Ich bin Auszubildender Veranstaltungskaufmann im zweiten Lehrjahr. Ich mache meine Ausbildung im Musikclub Fundbüro unter der Sternbrücke in Hamburg. Und dann kommt noch ein Zug und es geht immer so weiter. Ich finde das voll nervig. Ein Veranstaltungskaufmann ist auf Veranstaltungen tätig von Anfang bis Ende. Also er kommt als Erster, geht als Letzter. Überwiegend sind Veranstaltungskaufleute im organisatorischen Bereich zuständig. Dazu gehört beispielsweise Personalplanung, Budgetierung, Sicherheitskonzept, beispielsweise die gastronomische Umsetzung, die musikalische Umsetzung auch. Wir planen die Abläufe von Veranstaltungen von vorne bis hinten durch letztendlich. Wenn wir eine Veranstaltung umsetzen, also der klassische Nachtbetrieb, da bin ich viel als Nachtleitung zuständig und da kümmert man sich dann letztendlich darum, dass der Laden läuft, um den Tresen kümmere oder auch die Garderobe mache oder ganz klassisch einfach mit dem Türstern zusammen arbeite. Man muss natürlich darauf achten, dass die Arbeitszeiten vernünftig erfasst werden. Sammeln gehen, weil es ist halt voll unangenehm, wenn an der Seite der Tanzfläche irgendwie Scherben liegen oder Flaschen rumstehen. Einfach schauen, dass der Abend einfach vernünftig läuft, dass die Gäste ihren Spaß haben. Heute haben wir eine Veranstaltung, die heißt Hip-Hop Poets, wo wir zum Beispiel sehr jungen Hip-Hop-Artists die Möglichkeit bieten, einfach eine Bühne zu betreten in einem richtigen Club. Gleichzeitig werden von verschiedenen KünstlerInnen Bilder ausgestellt. Das ist so Schwarzlichtkunst. Morgen ist einfach eine klassische Techno-Party, ein Rave. Dann haben wir auch Rockkonzerte, Punk-Rock-Konzerte. Dann haben wir auch mal einen Flohmarkt im Herbst. Also einfach alles, was die Subkultur in Hamburg zu bieten hat. In dem klassischen Gesuch nach auszubildenden Veranstaltungskaufleuten steht halt etwas von körperlicher Belastbarkeit, dass man dazu bereit sein muss, nachts zu arbeiten, an Wochenenden zu arbeiten. Wenn ich jetzt den Laden um 22 Uhr aufschließe und 9 Uhr, 10 Uhr morgens abschließe, kann das schon echt problematisch sein, wenn man dann einfach den Tag schlafen muss, weil man ja abends wieder arbeiten muss. Man muss natürlich auch ein kaufmännisches Interesse mit sich bringen und man muss gut mit Leuten zurechtkommen. Es gibt sehr viele ausgelernte Veranstaltungskaufleute, die zum Beispiel in Produktion tätig sind, von Festivals, von Konzertreihen. Es gibt Menschen, die Sicherheitsfirmen gründen, um dann Sicherheitskonzepte auf Veranstaltungen umzusetzen. Der klassische Veranstaltungskaufmann in Großkonzernen oder in großen Betrieben, beispielsweise bei Lufthansa, der dann Seminare plant. Ich kann auch als Veranstaltungskaufmann eine klassische Hochzeit planen und umsetzen. Bei dem Ganzen, was ich hier lerne, bin ich am Ende so gut aufgestellt, dass ich mir da keine Sorgen mache, dass ich da nicht irgendwo Fuß fassen könnte. Gerade jetzt sind wir halt in einer Phase, wo alle wieder anfangen auszubilden und auch wirklich diese Sicherheit haben, zu sagen, jo, das können wir jetzt auch ein paar Jahre noch weitermachen, ohne dass gleich wieder der Betrieb dicht gemacht wird. Also genau jetzt ist eigentlich der beste Punkt, um sich wirklich ohne Stress und ohne Druck einfach umzuschauen, Betriebe kennenzulernen. Erik scheint seinen Weg gefunden zu haben. Vielleicht ist es auch deiner. Falls du denkst, ja Mann, das ist es, dann guck hier unten in der Infobox, da sind alle Infos drin. Und falls du dir unsicher bist, wir haben noch ganz viele andere Videos in dieser Reihe zu den verschiedenen Jobs in der Musik- und Veranstaltungsbranche.